Die Folge geht weiter. Der besten. Oh, lol, jetzt ist die Uhr abgeschmiert. Auch schön. So. Am besten zeige ich euch jetzt, was dieser Tisch alles Tolles kann. Also ich weiß nur so viel, du kannst den Tisch erstmal öffnen, wenn der drüber kommt. Oder ich mach's so schräg, wenn ich das richtig anklicke. Das war das Falsche. So, ich stehe auch noch so, dass man kaum rankommt, aber gut. Oh! Du bist weg. Fatal Arrow has granted this connection is terminated. Okay. Klingt fast so, als wärst du Misa. Nein. Ich hoffe nur, dass es jetzt funktioniert. Willst du mir sagen, jetzt beim Connection schmiert das Spiel ab? Ernsthaft? Das wäre jetzt echt bescheuert eigentlich. Du bist jedenfalls gerade rein und sofort wieder raus. Oh, das macht doch keinen Sinn. Es gibt einen Fehler, überlebt aber quasi den Fehler, aber dann komme ich, kann dann nahe, wenn ich connecten will und wenn ich überhaupt irgend, wahrscheinlich auch wenn ich in Singleplayer gegangen wäre, spielt das Spiel sofort ab. Das macht doch gar keinen Sinn. Ich brauche 4 Werkzeugkästen. 5 mal 4, 20 große Itemhüllen macht 10 große Platten. Oh, es ist Nacht, deswegen. Scheiße. Ja, dann geh ins das Schlafgemach. Schon gefragt, ein Holzverbrenner allein reicht. Vor allem Holzverbrennen ist nicht sehr sinnvoll. Ach komm, scheiß drauf. Damals wäre das so episch gewesen. Solarturtles, die Holzfarmen, alles in Generatorenstoff. Mach doch Holzkohle draus. Ja, das könnte man auch bauen. Ja, ich habe keine Zeit. Ich brauche Strom, um Holzkohle zu erzeugen. Und ja, aber das braucht doch, aber das braucht viel weniger Strom, weil es ist ja nur ein Ofen. Beim Ofen ist gerade aber Goldstaub, also bitte. Duh. Denk doch mal in die Zukunft, wenn du kein Holz mehr hast. Ey. Ganz jetzt dann gehe ich in den Twilight Forest, baue einen Baum ab und habe wieder ein ganzes Inventar voll. Du tust aber schon die Planken verbrennen, richtig? Oh. Nein. Oh mein Gott! Holzverschwendung hoch 80.000! Ich weiß nicht, woran du redest. Ja, hallo? Die Planken, das sind 1 wird zu 4 und die brennen genauso stark wie das normale. Ja, ja. Ja, also mach Planken draus. Ach so, Holzplanken. Ja, das mache ich doch. Also, warte mal, Bretter heißt es jetzt in der Form. Ja, ich habe mich gerade gefragt, was du. Ja, die mache ich, keine Sorge. Ja. Hauptsache, du nimmst nicht das Rohholz. Du machst es nicht so wie mach andere Leute, die sich denken, wie sterben Holzkohle? Unten Holz, oben Holz. Wäre es, wenn der Brennstoff nicht egal wäre. Man kann Holz auch mit Lava zu Holzkohle verarbeiten. Man sollte es nur nicht direkt in die Lava tauchen. Das ist vielleicht etwas zu heiß. Rein theoretisch müsst ihr auch, wenn du das Holz verbrennst, das Holzkohle werden und weiter brennen. Und da ich theoretisch länger brenne als normale Kohle, aber gut. Wenn du das. Ah, jetzt hat der Tisch funktioniert, ja, rein theoretisch. Brauche ich noch Keulen. Spuren. Toll. Hä, hey, warum habe ich ihn gar nicht gescannt, was auf Fichtenholz drauf ist? Ist mir gerade so spontan aufgefallen, wo ich gerade das Fichtenholz etwas verarbeitet habe. Nicht mal. Da ist ein Holz drauf. Okay, da kann theoretisch eh nichts rauskommen. Ich bin mir nicht genau sicher, wie dieses Gerät funktioniert. Aber das soll irgendwas. Ich soll dadurch Aspekte kriegen können. Ich muss mal gucken, was ihr da reinschmeißen könnt. Ja, nehmen wir mal eine von denen. Vielleicht kriege ich eine der 3 Aspekte hier draußen. Oder vielleicht irgendwelche Bruchstücke. Nee, kommen irgendwie gar nichts raus.
Ja. Erstmal egal, ich pflanze mal eben zwei Silberholzbäumchen. Damit ich wieder mehr mit meinen Aspekten arbeiten kann, weil Silberholzbäume sind gute Bäume. Stimmt's? Ja. Warum kann man eigentlich aus Crack nur weit keine Werkzeuge bauen? Weil es so heiß ist? Was? Oder warum? Kein Schimmer. Warum konnte man bei einem Cracknowhite-Schwert einen Stock verwenden? Ich meine das ernst. Der normale Meteorit ist doch auch nicht heißer. Hat er halt vergessen zu ändern. Mein Gott. Der Mother ist der beste Mutter und sich wird. Naja. Ich hab Hunger, dann esse ich mal ein paar Karotten. Genau, ich wollte mir eigentlich das Dingenspack bauen. Das nötige Eisen dafür habe ich dabei. Das nötige Staub habe ich dabei. Für die Buttbox das Holz habe ich auch dabei. Zinn brauche ich um einiges mehr. Die bestehen aus jeweils zwei Zinn. Weißt du was? Warte, habe ich da noch Zinn drin? Dann nehme ich mein ganzes Zinn mit. Dann nehme ich hier mein ganzes. Warte, das habe ich jetzt oben. Mein ganzes Redstone mit. Also ein Stack. Und dann brauche ich noch den hier. Okay, ich müsste theoretisch alles dabei haben, wenn ich noch ein bisschen mehr Eisen dabei hätte. Ich bräuchte noch einen Eisenbarren theoretisch. Also stelle ich mir nur einen her. Ob der wirklich reicht, ist eine andere Sache. Genau. Kupfer bräuchte ich dann auch noch. Nehme ich auch noch mit. Dann packe ich mal eben die alle Blümchen weg, die ich dabei habe. Warum habe ich Blumen dabei? Und dann mit die Kupfer, das Kupfer mit. Und habe dann hoffentlich alles, was ich benötige. Lapis bräuchte ich noch. Ja, was lege ich denn jetzt da dessen wieder weg? Die Gehirne. Weg mit den Gehirnen. Ich glaube, ich werde mal Lederfarm gehen. Leder? Wie viel brauchst du? Jetzt erstmal noch nicht. Ah Mist, jetzt bin ich schon zu dir gegangen. Stehst du neben mir? Hier. Ja, jetzt bin ich voll, jetzt bringt sowieso nichts. Tja. Ich habe Leder übrig. Ich muss jetzt eigentlich nur was brennen, deswegen bin ich jetzt schon einen Arbeitsschritt zu früh zu dir gegangen. Das ist ein bisschen doof, ha. Mhm. So, jetzt habe ich auch einen Inventarslot mehr Platz. Und dann werde ich am besten sofort das ganz Gute da bauen. Also, fangen wir mal an. Für dieses Gerät benötige ich einmal das hier. Dafür brauche ich eine davon. Du metallformst gerade. Ja, ich benutze jede Maschine hier. Wundert dich das bei meinen eigenen? Naja. Ich mach so, ich gebe dir einen Eisenbahn, nimm mir dafür eine Eisenplatte, also eine von denen behalte ich jetzt. Wenn du meinst. Ja, ist doch logisch. 1-1. Also, oh, das war jetzt falsch, jetzt habe ich die eine reingelegt. Die eine muss ich behalten, so ist. So, das war jetzt die Eisenplatte, die ich brauche. Du brauchst echt nur eine einzige. Dann. Ich hab ein ganzes Deck. Ich habe irgendwie kein Redstone mehr. Warte mal. Zwei Kupfer sind
6 Kabel, richtig? Ja. Achso, nur wo 6 Kabel, weil ich keine Metallformer jetzt nicht benutzen. Will ich das Material nämlich quasi so tauschen. Der untersten Kiste sind 4, die müssen dir reichen. Ja, aber ich brauche 6. Das ist das Problem. Dann hast du Pech gehabt. Da bringen mich 4 nicht ganz weiter. Ich habe nur noch isolierte. Müsste ich trotzdem mindestens. Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Wieso hast du mitten im Wort aufgehört? Hä? So, das ich habe einen Metallformer gebastelt. Noch ein? Und jetzt baue ich noch einen Metallformer. So, und dann gehe ich in diese Kiste hier und hole mir den ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten und siebten Schmiedehammer raus. Ich finde es gerade doof, dass mein Inventar voll ist. Warum habe ich ein Buch dabei? Das war's hier, die Seeds. Oh Mist, fortgeschrittene Maschinenhülle. So. Mist, aber auch. Brauchst du eine fortgeschrittene? Ja, auf einmal brauche ich die. Das heißt, ich brauche meine Legierung und meine Carbonplatte. Wo ist denn die jetzt schon wieder? Gute Frage. Ich weiß es. In der Kiste. Das so. Was hast du gerade geklaut schon wieder? Rubber. Dann habe ich jetzt alles im Inventar, was ich für das Crafting brauche. Ist gut. Ich habe nichts dagegen, wenn du Sticky Resin farmst, also Kautschuk, aber dass du mir mein Rubber klaust. Ja, ich farme das Kautschuk. Ja. Ich farme das Kautschuk ja nicht dafür, dass ich im Endeffekt gar nichts von dir kriege. Ja, du sollst es für dich farmen und nicht damit du dann mein Gummi nehmen kannst. Ja, dafür kriegst, du eben das Kautschuk. Egal. Ich habe jetzt jedenfalls ein Maschinchen, das... Mir ist gerade aufgefallen, ich habe 2 Glowstone zu wenig mitgenommen. Jetzt muss ich wieder heimfahren. Irgendwas mit dem Crafting-Rezept ist kaputt. Ich habe das Maschinchen und ein Hammer ist noch übrig. Alle Hammer haben sich in Luft aufgelöst. Kann sein, dass der Hammer sich irgendwie nicht verbraucht, irgendwie... Der hat nur eins, der ist von 80 auf 79, während die anderen aber alle im Rezept verschwunden sind. Das egal, dann hast du ja nur einen Hammer. Hauptsache ist, das Rezept hat im Endeffekt funktioniert. Okay, da muss ich jetzt noch so eine bauen. Dafür brauche ich mehr... Weißt du was? Da habe ich das Buch dabei. Ich lege das jetzt in die Kiste und die Kürbisse lege ich auch in die Kiste. Muss mir überlegen, in welche Kiste ich die lege. Das Buch lege ich hier rein. Dann die Kürbisse, die Kürbisse, die Kürbisse, die Kürbisse. Kommen wir einfach mal hier dazu, auch wenn es schon das fertige Produkt ist. Aber essen kann man die ja noch gar nicht. Richtig zumindest. So, Basis. LOL. Was machst du? Mir ist gerade aufgefallen, dass du eine schöne neue Maschine hast. Ja, was glaubst du, was ich gerade gecraftet habe? Eine Metallformer. Ja. Und dafür habe ich 7 Schmiedehammer gebraucht. Okay. Dann kannst du ja gleich dein Eisen, was du da oben rollst, da rein tun, weil der ist ja mit Rolling. Okay, dann tust du ihm anderes Eisen da rein. Nee, ich habe mehr als genug Stacks. Möchtest du, dass der immer an ist? Also mit Fullspeed, dann quasi immer. Brauche ich einen Schalter daneben, oder? Oder da drauf. Will ich aber nicht, der verbraucht dann zu viel Strom. Ja, der verbraucht dann natürlich dauerhaft Strom. Du willst jetzt meinen normalen Metallformer benutzen, sehe ich das richtig? Ja, auf jeden Fall ganz praktisch. Dann geh hin. Gut, dann. Und dann sag gute Nacht. Warte mal, ich muss gerade über... Ah, Mist, dann muss ich mir wieder heimporten. Ja, blöd sowas. Hallo Lavawand. Ich habe mich gerade irgendwie falsch rum ins Bett gelegt, wie scheint, aber egal. Dann ist der Part gleich jetzt zu Ende. Wo weißt denn du das? So, Zeit.
Kannst du erzählen oder wie? Oh. Ach stimmt, so macht man die Itemhüllen. Was genau craftest du denn eigentlich? Platten. Davon habe ich gerade noch 20 im Inventar. Ja, theoretisch müsste ich den Part jetzt beenden. Er sagt gedonkt. Ja, dann war es das für heute. Was? Haus der Warp oder wie? Ja, meinerseits war es das. Oh, schade. Ich bin heute eh ausnahmsweise nur so lang wach geblieben. Ich stehe morgen wie gewohnt um 6 auf. Also, wiederhören. Irgendwann wiedersehen. Spätestens in der zweiten Septemberwoche. Wenn ich dich wieder höre, wenn ich dich wieder sehe. Tschüss. Tschüss. What the fuck, warum ging das so schlagartig? Egal. Ich brauche da nur jeweils ein Zinnkabel. Oder ne, warte. Ich bin jetzt gar nicht so sicher, wie viel da rauskommt. Das ist auf jeden Fall eine Batterie. Das wäre dann die nächste. Okay. Das Ding frisst ja viel zu viel Strom. Ist ja heftig. Ja, ich craft jetzt noch dieses jätige Pack. Das elektronisches. Okay, dann brauche ich pro Batterie ein Kabel und für ein Kabel, ich krieg da 3 raus und hier krieg ich auch 3 raus. Also auf Mode Extruding und auf Mode Cutting kommt das gleiche auch. Okay. Auf Mode Kabel auf jeden Fall. Weißt du, der Motor ist einfach Mode Kabel. Weil mit dem Mode Kabel rauskommt. Schade, dass die nicht texturiert sind. Aber egal, Mode. Kabel. Dann 13 Kabel passt theoretisch sogar perfekt. Dann 3 Gummi. Lol, alle Männer zugehört. Ich habe mich gar nicht gehört. Gut, er hat da wahrscheinlich noch nichts gesagt. Einfach nur still gelauscht meinen Worten. Oder auch nicht, das kann natürlich auch sein. Hä? 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 Okay. Ich wäre schon sehr verwundert gewesen, wenn es nicht 3 waren. Okay, jetzt muss ich nochmal eine herstellen. Nochmal eine davon. Und dann im Endeffekt, ja, nehme ich aber nochmal 3 Gummi, weil ich glaube kaum, dass aus anderen was bringt. Und nehme hier Kautschuk und packe es in den. Daraus geht, glaube ich, nur. Zumindest als sinnvolles nur Gummi. Also. Kompressor. Solarmodul, hier Extractor. Kann man den eigentlich von irgendeiner Seite funktional gescheit sehen? Ah ja, genau, von hier einfach durchlucken. Look at my Kompressor is compress amazing. Ja, Awaker, aber scheiß drauf. Leuchtpenne. Ist genau. Warte mal, das ist aber eh mehr als 1, oder? Ich wollte gerade sagen, wo ist das? Es ist sogar exakt 1, lol. Dann mache ich mal nur 1 gekabelt und lege das restliche Rubber gleich wieder hier rein. So. Sowas falsch. Shift.
Hä? Gut, dann lege ich das eben aus. Mit Fichtenholz. Wahrscheinlich, weil da immer so kleine Fehlerchen sind. Kann das nicht gescheit auslegen. So. Ja. Eisen-Item Hüllen fehlen noch, genau. Das heißt, nein, der hier. Auf Mode Rolling. Muss mir jetzt zwei kleine Platten, also zwei Platten klar machen. Danach kommen automatisch quasi diese Eisen Hüllen. Upsala. Oh. Mein Gott. Jetzt sieht ja mal richtig. Oh mein Gott. Warum setzt er den da hinten hin? Gut, hier vorne ist auch nicht perfekt. Warte mal. Warte, theoretisch. Lol. Da fehlt irgendwie ein Kabel. Ich meine das ernst. Der Ding läuft nicht. Achso, das ist ein Layer zu. Saug's bitte ein so. Es erhöht sich zumindest die Heat. Da wird der Blitz mehr. Oh ja. Ich baue das jetzt lieber nicht. Ja, wo ist denn die Ranch? Hier. Situated. Wo ist denn die Ranch? Die war vorher immer da, jetzt ist sie da nicht mehr. Was hat der denn gemacht? Schrau. Den Schlüssel. Da oben ist er nicht. Da ist er nicht. Da ist er nicht. Da ist er auch nicht. Da ist er. Modus verlustlos. Nicht wieder mal Zentrifuge. Dieses Ding hier. Mal die Eisenbahn raus und. So. So. Weil er da hinten keinen Strom bekommen hat. So. Die ist schon fertig, eiskalt. Okay. Hier waren meine beiden Platten, die müssen jetzt noch zu zwei Itemhüllen werden. Ich weiß gar nicht, wie lange sich das jetzt noch rauszögert, aber wenn das fertig ist, denn die jetzt gleich gebaut sind, die Jet Pack. Also Electric. Das andere ist nämlich total sinnlos, aus einem Electric Jackpack brauchen wir sowieso für eine Quantum Suit. Electric Jackpack ist in allen Hinsichten besser als das andere. Warum soll man sich das andere bauen? Ich kapiere es nicht. Okay, wie funktioniert die Autolegung nicht? Dann lass es zumindest so, damit ich es mir schön anschauen kann. Eisen. Die Autolegung funktioniert wirklich nicht, weil ich habe ja Wattbox und Dingen Circuit. Genau hier und hier. Funktioniert aber nicht bei dem. Ja. Gut, der ist jetzt eh leer. Mal Verbindung trennen. Ja, und tschüss.